Und herzlich willkommen zu einem Tutorial, was ich schon längere Zeit mal aufnehmen wollte. Und zwar geht es hierbei, wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt, darum, wie man Fuchsmähnen zeichnet. Das hier ist eins meiner Pferde. Ich gucke jetzt eben gerade noch mal kurz nach, dass mein Grafiktablet auch wirklich erkannt wird. Genau, ich bearbeite mit GIMP und mit einem Grafiktablet. Was ich bis jetzt schon gemacht habe, ist das Pferd auszuschneiden, weil das einfach ja, recht viel Zeit kostet und deswegen habe ich das einfach schon mal gemacht, damit es jetzt etwas schneller geht. Was ich jetzt gerade mache, ist, oder gemacht habe, die Ebene einen Alpha-Kanal hinzugefügt, damit die transparent ist, dass wenn ich jetzt radiere, eben ja, der Hintergrund transparent ist. Ja, also ich werde hier jetzt nicht mehr alle Einzelheiten von GIMP erklären. Wenn da Interesse besteht, könnte ich eventuell auch mal ein Tutorial dazu machen. Also mal so die ganzen Grundfunktionen, wie kann man ein Pferd ausschneiden, wie wähle ich einen Pinsel aus, wie kann ich den verändern und wie arbeite ich mit Ebenen und so. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann würde ich da halt ein komplettes Tutorial zu machen, nicht jeden einzelnen Kommentar beantworten, aber eben dann mal ein Tutorial machen. So, also ich habe jetzt eine neue Ebene gemacht. Ja, genau, das Problem war, also ich vertone das jetzt nach. Ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich irgendwie, glaube ich, durch die Aufnahme konnte ich auf einmal die Ebenen nicht mehr anordnen. Sobald ich ein Aufnahmeprogramm laufen habe, konnte ich nicht mehr anordnen. Das war ziemlich blöd. Und deswegen habe ich jetzt da so ein bisschen hin und her gemacht, bis ich dann endlich eine zweite Ebene hatte. Da habe ich, glaube ich, genau, habe die einfach dupliziert, dazwischen eine gemacht und die dann gelöscht. So, dann habe ich die schwarz gemacht, weil ich gerne mal ein Bild vor schwarzem Hintergrund haben wollte. Das wollte ich auch gleichzeitig einfach mal ausprobieren, hatte ich bisher noch nie gemacht. Ja. Ja, was habe ich dann gemacht? ach ja, genau, ich habe zwischendurch, habe ich die Zeit auch einfach mal ein bisschen beschleunigt, wenn ich da zeichne, wo ich mir dachte, gut, okay, da muss man jetzt nicht jeden einzelnen Strich sehen, den ich zeichne. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich auf einmal ein bisschen schneller arbeite. Dann, ja, habe ich einfach, damit das Video nicht zu lang wird, einfach ein bisschen die Schnelligkeit hochgeschraubt. Es wäre nämlich eigentlich über eine Stunde gewesen. Jetzt bin ich bei knapp 40 Minuten. Ich glaube, dann ist es auch angenehmer zu gucken, als wenn man stundenlang jeden einzelnen Strich sich anguckt. Genau, was mache ich? Ich glaube, ich skaliere das Bild. Ja, genau, ich habe das Bild nochmal größer skaliert. Umso größer das Bild skaliert ist, umso feinere Linien kann man zeichnen. Also wenn ihr da, also ich nehme, glaube ich, immer 3000 Pixel als, mache ich eigentlich immer so und dann finde ich, kann ich ganz gut zeichnen. Also viel größer mache ich es nicht, weil es dann halt auch eher, ja, bis jetzt habe ich es noch nicht größer gemacht. Die Bilder, die werden dann halt auch einfach, die Datei wird dann auch größer. Und so reicht es für mich eigentlich. So, genau, ihr geht auf das Pipetten-Tool, wählt eure Ebene an, auf der das Pferd ist und sucht euch da einen, ja, sag ich mal, so mittleren Farbton aus, wo ihr denkt, gut, das zeigt so den größten Teil des Pferdes. Wo man halt, also was jetzt nicht gerade eine dunkle Fläche ist oder eine besonders helle Fläche, sondern einfach so einen durchschnittlichen Ton. So, ich habe jetzt, bin jetzt gerade noch dabei einzustellen, dass auch die Druckempfindlichkeit erkannt wird. So, dann mache ich mir immer auf die Ebene, auf die ich auch die Mähne zeichne, dann so Punkte. Wähle dann aus dem Pferdekörper einfach eine Stelle aus, die jetzt recht im Schatten liegt, die recht dunkel ist und dann nochmal eine, die recht hell ist, damit ihr eben auch verschiedene Schattierungen in die Mähne reinbringen könnt. Genau. Und dieser mittlere Ton, den wähle ich dann aus und stelle gerade beim Pinsel ein, dass ich weiches Zeichnen habe. Das heißt, der Strich kommt ein bisschen versetzt, also ich drücke drauf, ziehe und erst kurz danach beginnt es überhaupt zu zeichnen. Das ist so ganz einfach, weil man, ja, wie soll ich das erklären? Es ist auf jeden Fall einfacher damit zu zeichnen, finde ich, als wenn das so direkt ist, dann verwackelt man eher und es wird nicht so ganz gleichmäßig. So, und dann beginne ich eigentlich schon,
Was habe ich gemacht? Ah ja, genau. Da habe ich jetzt einfach das Pferd an sich noch mal ein bisschen geschärft, weil ich das ein bisschen also verschwommen fand. Das kann man in GIMP eben auch, dass man einfach die Schärfe noch ein kleines bisschen höher stellt. Also okay, ich habe es anscheinend doch ein bisschen mehr höher gemacht, wie ich gerade sehe. Ist schon was länger her, dass ich das gemacht habe. Genau, und dann fange ich einfach an, so ein bisschen die Mähne zu zeichnen. Erstmal fange ich eben mit dem Schopf an. Und ja, gebe erstmal so ein bisschen die grobe Form vor, wie ich mir das dann am Ende vorstelle. Und gucke halt, dass ich nicht gerade Linien zeichne, sondern immer so ein bisschen, ja, so wie in der Form, wie der Schopf halt sein soll. Also halt nicht einfach gerade Haare runter, sondern so ein bisschen runder auch, weil wenn ihr euch mal Bilder von einem echten Schopf anguckt, das ist einfach nicht alles gerade. Da steht auch mal ein Härchen raus und es muss alles nicht zu ordentlich sein. Genau, jetzt habe ich gerade die Deckkraft der unteren Ebene vom Pferd ein bisschen runtergeschraubt, damit ich die Mähne, den Schopf mir besser angucken kann. Weil manchmal das Problem ist, weil ihr ja eben die Farbe vom Pferd ausgewählt habt, dass da dann eben, ja, manchmal sieht man dann eben die Mähne nicht mehr auf dem Körper, weil das halt dieselbe Farbe hat. Was wollte ich noch sagen? Was ist noch wichtig? Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt halt ein Pferd, was steht, was den Kopf ruhig hält, da weht kein Wind. Dementsprechend ruhig habe ich auch Mähne und Schopf und Schweif gemalt. Also da ist jetzt nicht super viel Bewegung drin. Ich hatte erst einen Pinsel, der relativ dick eingestellt war, habe mir dann nochmal einen dünneren Pinsel genommen oder meinen Pinsel einfach dünner gestellt. Genau, mache dann noch so einzelne kleine Härchen, dass eben auch mal so ein Härchen ein bisschen schief ist. Das macht es einfach noch ein bisschen realistischer. Und wie ihr vielleicht, ich weiß jetzt gerade nicht, wer sich auskennt, kann sich ja gerade mal angucken, welchen Pinsel ich ausgewählt habe. Das ist halt ein recht weicher Pinsel, also mit weichen Kanten. Ich nehme mir eigentlich nie einen Pinsel mit harten Kanten. Ja, weil dann sehen einfach die Strähnen ein bisschen weicher und nicht so hart aus. Genau, als nächstes nehme ich mir dann die dunklere Farbe. Also ich fange immer mit der dunkleren an und mache dann erst die helleren drüber. Man kann zwar später nochmal mit den dunkleren ein bisschen, gerade wenn man irgendwie Bewegung reinbringen will, kann man mit den dunklen noch ein bisschen nacharbeiten. Ich finde es aber einfacher, erst die dunklen Strähnen, dann die helleren zu malen. Ich habe das jetzt hier auf eine Ebene gemalt. Das mache ich eigentlich immer, wenn die Mähne nicht viel Bewegung hat, weil da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, wie die Strähnen zu fallen haben. Wenn die Mähne Bewegung hat, vor allem halt beim Schweif, beim Reiten, dann gerade wenn das Pferd mal mit dem Schweif schlägt oder so, ist ja doch sehr viel Bewegung drin. Dann mache ich das alles auf einzelne Ebenen, weil ich mir dann einfach noch ein bisschen unsicher bin. Und dann kann ich eher mal was wegradieren. Und muss nicht direkt den ganzen Schweif neu malen. Also, wenn ihr euch selber noch nicht so sicher seid, würde ich euch empfehlen, auf eine Ebene malt ihr quasi mit der Grundfarbe, dann macht ihr eine neue Ebene, darauf malt ihr dann mit einer dunkleren Farbe und dann wieder eine neue Ebene, wenn ihr hellere Strähnen macht. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe, mir war aufgefallen, dass der Schopf recht blass ist im Gegensatz zum Fell. Es ist ja doch ein recht kräftiger Fuchs und habe mir deswegen halt aus dem, also vom Körper nochmal mit der Pipette einfach ein bisschen rötlicheren Ton rausgesucht und bin damit nochmal drüber gegangen. Einfach damit es besser zum Fell passt. Da muss man halt so ein bisschen Feingefühl für entwickeln. Stimmt der Ton jetzt zur Fellfarbe? Also ich finde halt bei Füchsen ist es wichtig, dass das passt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller ist, das ist gar nicht so schlimm. Aber wichtig ist, dass der Grundton von der Mähne halt stimmt. Also wenn es ein recht roter Fuchs ist, sollte eben auch die Mähne recht rot sein und nicht zu braun oder ja, dass es halt einfach nicht mehr passt. Da muss man halt so ein bisschen gucken. Als Tipp halt wirklich immer mit der Pipette. Weil wenn ihr Farben benutzt, die sowieso im Pferd vorhanden sind, dann ist es auf jeden Fall leichter, die Farbe zu treffen. Was ich hier jetzt noch immer gemacht habe, habe die Helligkeit immer noch wieder ein bisschen heller gestellt, weil ich noch hellere Strähnen reinbringen wollte, um so ein bisschen das Licht, was eben auf den Schopf fällt, darzustellen.
Damit der einfach noch ein bisschen dreidimensionaler und realistischer wirkt. Also die Farben habe ich jetzt nicht aus dem Fell, das ist halt einfach ein bisschen heller gemacht. Das geht auch. So, zwischendurch, was ich immer mache, ist immer mal so die Ebene ausblenden, wieder einblenden, um mir den Unterschied noch so ein bisschen anzugucken. Das mag ich eigentlich ganz gerne beim Bearbeiten, weil gerade wenn ich demotiviert bin, weiterzuarbeiten, ist es tatsächlich ganz angenehm, wenn man mal wegmacht, was man bisher schon gemacht hat und macht das wieder hin, dann sieht man, Mensch, sieht schon viel besser aus und dann ist man wieder motiviert. Ja. Jetzt war ich, glaube ich, mit dem Shop soweit zufrieden vom Farbton her. Und dann müsste ich jetzt eigentlich den. Was mache ich? Ah ja, genau, ich habe mir jetzt quasi aus den gespeicherten Farben, also wenn man quasi eine Farbe verändert, wird die automatisch bei GIMP halt gespeichert. Und die habe ich mir jetzt aber trotzdem nochmal auf die neue Ebene gemalt, damit ich die eben auch habe, die Farbe. Und habe dann eben mit der Grundfarbe nochmal angefangen, damit ich halt ja alle Farben zusammen habe und eben, dass die Mähne auch mit denselben Farben gemalt wird wie der Shop. Man kann eben auch, dass man eben nicht diese Punkte malt, sondern diese Farben halt aus den gespeicherten Farben immer rausnimmt. Das Problem ist nur, dass wenn man zwischendurch was anderes macht, sagen wir mal ein anderes Bild oder was anderes an dem Bild bearbeitet und man wählt immer wieder neue Farben raus, kann es halt passieren, dass die Farben, die eingespeichert sind, wie ihr da jetzt gerade seht, die wähle ich ja aus. Und dann kann es passieren, dass da halt zu viele neue sind und dann werden die alten halt quasi einfach gelöscht. Also die kommen dann einfach weg. Und okay, da habe ich die falsche Farbe genommen. Und ja, dann ist es halt sehr ärgerlich, weil dann muss man sich die mit der Pipette aus der Mähne rausholen und das ist dann schon recht schwierig. Also ich würde es euch empfehlen, immer wieder Punkte auf die Ebene zu machen. Ich mache die auch immer wieder auf die neue Ebene drauf, weil ich sonst das Problem habe, da muss ich die untere Ebene anwählen, um eine Farbe auszuwählen, muss dann daran denken, wieder auf die neue Ebene zu gehen. Dann auf dem Pinsel und dann passiert es halt ganz leicht, ja, dass so eine Ebene, dass ich auf die falsche Ebene male. Was ich jetzt gemacht habe, ist die Ebene, wo der Schopf drauf ist, zu duplizieren und habe die dann, ja, quasi mit den Farben schwarz überlagert und bewege das jetzt in die Richtung, wo ich möchte, dass der Schatten hinkommt. Also bei mir kommt jetzt gedanklich das Licht von links oben. Dementsprechend muss der Schatten also rechts unten sein. Also auch wie man jetzt so eine Ebene einfärbt, beziehungsweise das, was man gemalt hat, mit der Farbe Schwarz überlagert für Schatten und so. Da kann ich auch noch mein eigenes Tutorial machen. Wie gesagt, wo ich halt die ganzen Funktionen von GIMP mal erkläre, was macht eigentlich was. Das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Es geht halt hauptsächlich jetzt darum, wie kriege ich es hin, dass meine Fuchsmähne auch zur Körperfarbe passt? Was ich immer mache, wenn ich eben, also wenn der Schatten so sitzt, wie ich möchte, dass ich eben auf Weichzeichner und Gaußschen Weichzeichner gehe zum Brecher. Und dann gucke ich mir halt an, wie der Schatten aussieht. Da hatte ich wieder Probleme mit meinem Stift. Das ist immer, wenn ich ein Aufnahmeprogramm anhabe, das ist ein bisschen ätzend. Genau, und da war mir das aber zu verschwommen. Das heißt, ich habe den noch mal ein bisschen runtergestellt, weil ich schon noch wollte, dass man die einzelnen Haare sieht, weil sonst hätte ich auch einfach mit einem Pinsel so einen Schatten drum zeichnen können. So, und dann tue ich halt die Deckkraft von der Ebene runter, weil so ein schwarzer Schatten ja einfach viel zu hart ist. Der muss halt ein bisschen transparent sein, dass der nur so angedeutet ist. Dann gucke ich mir das meistens eben von weiter weg an, damit ich einfach im Gesamtbild gucken kann, wie stark ich den Schatten haben möchte. Da muss man auch, und das ist irgendwie auch Geschmackssache. Manche mögen lieber, wenn der Schatten deutlich zu sehen ist, andere mögen lieber leichten Schatten. Da muss man halt selbst so ein bisschen gucken, wie einem das am besten gefällt. Also mir hat es dann so ganz gut gefallen. Es ist ein leichter Schatten angedeutet, der ist aber nicht zu doll. Genau, Schatten finde ich ziemlich wichtig, was Mähne und Schopf angeht, weil es dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen dreidimensionaleren Touch verleiht. Genau, dann habe ich mich dran gemacht, die Mähne zu zeichnen. Und die habe ich jetzt im Prinzip eigentlich nach demselben Prinzip gemacht. Also ich habe die erstmal mit dieser Grundfarbe vorgezeichnet.
und habe dann die Strähnchen reingezeichnet. Was hier jetzt noch wichtig ist, ist eben der Mähne ein bisschen, ja, Form zu verleihen, dass man nicht einfach gerade Striche runterzeichnet. Das sieht einfach blöd aus. Ich meine, ich glaube, in der Phase war jeder mal beim Bearbeiten, dass man eben eher ja, gerade Striche gemacht hat. Und ja, da muss man ein bisschen rumspielen, bis man das Gefühl hat, so, jetzt hat die ein bisschen Schwung, die Mähne, weil die Mähne liegt halt einfach nicht glatt. Ich weiß nicht, diejenigen von euch, die ein eigenes Pferd haben oder Reitbeteiligung oder Reitunterricht nehmen, die können sich das im Realen mal angucken. Oder aber eben auf Google einfach mal kurze Pferdemähne oder generell einfach Reitbilder gucken. Und ja, dann sieht man eigentlich auch, wie so eine Mähne liegt. Das finde ich für mich eigentlich immer ganz hilfreich. So, hier habe ich jetzt was gezeichnet, wo ich wollte, dass die Mähne auf der anderen Seite liegt. Und da ist es eben auch ganz wichtig, mit der Form zu arbeiten, wo ich dann auch, ich versuche dann immer so ein paar einzelne Strähnen eben noch rausgucken zu lassen. Wobei das, glaube ich, erst gleich kommt, ja. Aber da ist es eben auch wichtig, dass, ja, ich mache es halt auch immer so, dass ich wie so große Strähnen zeichne. Also so, ja, wie soll ich das erklären? Diese Hubbel. Das ist da, das ist, dass ich halt immer in so Hubbeln arbeite. Das sind dann halt größere Strähnen, die so ein bisschen zusammenhängen. Ja. Genau, dafür nehme ich auch meistens immer einen klein bisschen dickeren Pinsel, so ja, 4, 5, je nachdem, kommt drauf an, wie nah an das Pferd rangezoomt ist und so. Also wie groß das Pferd auf dem Bild ist. Dementsprechend passe ich halt auch ein bisschen an. Genau, jetzt bin ich nochmal drüber gegangen, um es ein bisschen zu verdichten. Das finde ich jetzt eigentlich immer die nervigste Aufgabe, wenn man quasi sich so das ein bisschen vorgezeichnet hat, wie man es haben will. Und dann muss man noch die ganzen Lücken füllen. Weil wenn man da halt, also das muss schon irgendwie gefüllt sein, sonst ist die Mähne ja total löchrig. Das sieht dann auch nicht schön aus. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn mal irgendwo ein Härchen raussticht oder man hat mal schräg gezeichnet und auf einmal geht ein Haar durch die ganzen anderen durch oder so. Das ist im echten Leben ja auch so. Also da liegen die Härchen auch nicht immer alle perfekt, gerade bei einem Tier. Kennen die Reiter unter euch bestimmt. Man hat gerade die Mähne schön durchgekämmt und das Pferd schüttelt sich. Und schon ist sie wieder total kraus. Also, ja. Genau, hier habe ich jetzt noch so ein paar kleinere Strähnchen eingezeichnet, dass es einfach nur so ein bisschen realistischer aussieht. Und die eben auch kreuz und quer und ein bisschen rund und genau. Gewollte Unordnung. Genau, jetzt oben, da sehe ich auch immer so ein paar Härchen rausstehen. Genau, und da mache ich die halt extra in die andere Richtung, weil die eben auch auf der anderen Seite sind. Und da ist halt echt hilfreich, sich einfach mal reale Pferdebilder anzugucken und da zu gucken, wie liegt die Mähne. Genau, also ich gucke mir jetzt auch nicht für jedes Bild also ein reales Bild an, aber das hilft schon mal ungemein. Gerade am Anfang, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, wie die zu liegen hat. Jetzt bin ich nochmal mit der etwas rötlicheren Farbe durchgegangen. Einfach damit es wieder mehr ja, zur Fellfarbe passt. Und gucke auch da, wenn ich diese Strähnen einzeichne, dass ich die eben nicht einfach nur gerade runterzeichne, sondern eben in der Bewegung von der Mähne mitgehe. Auch da dürfen einzelne Härchen rausstechen. Es sind ja nicht nur die hellen Strähnen, die rausstechen. Auch dunkle Strähnen können mal quer liegen. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Und ich finde es halt wichtig, insgesamt einfach ja, so eine Leichtigkeit dafür zu entwickeln. Einfach zu zeichnen, ohne so verkrampft zu sein. Weil ich denke, also ich habe immer das Gefühl, umso mehr ich mich darauf konzentriere, wie die einzelnen Strähnen liegen, umso schlimmer sieht es hinterher aus. Also wenn ich einfach so ein bisschen frei nach Schnauze da rumzeichne, wird es irgendwie meistens besser. So, jetzt habe ich die untere Ebene wieder, habe ich die Lehrkraft wieder hochgeschraubt, weil jetzt sieht man ja schon, wo die Mähne liegt. Genau, das ist halt besonders finde ich immer bei fuchsfarbenen Pferden so, dass ich da halt dann irgendwann
Ja, und auch bei Schimmeln, dass ich den Körper irgendwann wegmache, damit ich es einfach besser sehen kann. Bei Braunen ist das Problem nicht, weil da ist das lange Haar ja schwarz und das Fell meistens eine andere Farbe. Also braun. Gut, bei Rappen ist. Ich habe tatsächlich bisher gar nicht so viele Rappenbilder bearbeitet. Demnächst steht auf jeden Fall eins an. Weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig dazu sagen soll. Wie gesagt, auch bei der Mähne, also ich habe jetzt Schopf und Mähne auf eine einzelne Ebene gemacht. Einfach, um den Schatten hinterher besser setzen zu können. Das ist nämlich sonst, wenn man Mähne und Schopf auf einer Ebene hat, mit dem Schatten schon mal so ein bisschen blöd. Ja, genau, jetzt habe ich wieder die hellen Strähnen, damit eigentlich wie gehabt auch drüber, wie vorher auch. Und da ist es halt, also ich gucke halt immer, dass ich dann, wenn ich mit den Lichteffekten arbeite in der Mähne, also das sind jetzt einfach nur die helleren Strähnen in der Mähne. Und jetzt kommen quasi, zeichne ich die Lichtreflexe, die eben durchs Licht verursacht wurden. Und da gehe ich halt nicht mehr die komplette Mähne runter, sondern bleibe eher oben am Mähnenansatz. Also umso heller ich bin, umso weiter bleibe ich am Mähnenansatz, damit quasi oben auf der Mähne das Sonnenlicht quasi zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ich hoffe es. Ja, und ich gehe halt einfach nicht mehr ganz runter. So, jetzt war mir aufgefallen, war das jetzt schon? Ja, genau, dass eben die Mähne einen Ticken heller ist als der Schopf. Deswegen habe ich da nochmal Farbtonsättigung ausgewählt und bin in der Helligkeit, habe die einfach so lange runtergeschraubt, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt passt die Mähne auch besser zum Schopf. Das ist nämlich auch wichtig. Genau, dass die Mähne jetzt heller war, kam einfach darum, dass ich davon, dass ich die hellen Strähnen, dass ich einfach mehr helle Strähnen benutzt habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie andere Farben benutzt als vorher, aber ich bin mit den hellen einfach öfter rübergegangen oder mit den dunklen nicht so oft rüber wie beim Schopf. Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, man kann halt einfach, indem man mit der Helligkeit spielt. Was man nicht machen sollte, ist in dem Falle mit der Sättigung spielen, weil dann nimmt man Farbe raus. Und dann kann es passieren, dass die Mähne entweder brauner wird oder deutlich heller oder dann passt halt einfach die Farbe nicht mehr. Also an der Sättigung solltet ihr dann nichts machen, sondern halt wirklich nur an der Helligkeit. Jetzt habe ich eben wieder die Ebene dupliziert, habe die wieder schwarz eingefärbt bzw. überlagert. Und bewege die Ebene jetzt wieder so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein guter Schatten. So, da ist der Schatten oben eigentlich schon ganz okay, aber wie man hier sieht, ist halt unten recht wenig Schatten. Und das ist dann blöd. Also man sollte schon auch einen deutlichen Schatten sehen können. Und dann habe ich es einfach nochmal verändert. So, und jetzt sieht man ihn besser. Genau, da sieht man nochmal, wie ich den Pinsel einfach kleiner mache. Und da mache ich jetzt zum Beispiel den Schatten weg, weil da gehört einfach kein Schatten hin. Weil da ist ja eben auch keine Mähne, also kann da auch kein Schatten sein. Und am Ohr, sowas ist auch wichtig, dass das eine Ohr nicht auf einmal halb im Schatten liegt. Und dann nehme ich wieder den Gauschen Weiß. Das ist echt so ein Gauschen Weichzeichner. Und der war eben schon vorher ausgewählt, also konnte ich einfach auf Wiederholen klicken. Und dann habe ich die Deckkraft auch noch was runter gemacht. So lange, bis es mir gefallen hat. Da ist es eben wichtig, auch darauf zu achten, dass jetzt der Schatten von der Mähne nicht deutlich dunkler ist als der vom Schopf. Also ein bisschen dunkler kann er sein, weil die Sonne halt einfach weniger drauf fällt, aber ihr solltet jetzt zum Beispiel nicht den Schatten von der Mähne auf Deckkraft 100 und den vom Schopf auf 50 oder so. Das ist einfach ein zu großer Unterschied, das sieht dann komisch aus. Deswegen versuchen das so ein bisschen anzupassen.
Ganz wichtig, zwischendurch abspeichern. Das ist was, was mich einfach die Erfahrung gelehrt hat. Ich habe einfach schon mal ein 4-Stunden-Bild bearbeitet und saß da wirklich lange dran und war auch total happy und wollte eigentlich, ja, war kurz vorm Speichern und dann zack, hatte Gimp ein Problem und hat sie aufgehangen und hat sich beendet und das komplette Bild war weg. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie aufwendig ein Bild ist, aber ich versuche schon, möglichst nach jeder zweiten Ebene einfach abzuspeichern, damit ich nicht so viel neu machen muss, falls es mal abstürzt. Das geht super schnell. Also bei mir dauert das eigentlich nie lang. Also gut, wenn ich eine gewisse Anzahl von Ebenen habe. Ich bin so, ich habe eher mehr Ebenen als zu wenig, weil man dann einfach leichter was umändern kann. Und wenn ich sehr viele Ebenen habe, dann braucht GIMP schon ein bisschen länger, um es abzuspeichern. Aber besser so, als hinterher alles neu malen müssen. Das ist meistens sehr ärgerlich. Und man kriegt es eigentlich nie wieder so hin, wie es vorher war. Und meistens war es dann vorher besser. Man ärgert sich. So, jetzt habe ich nochmal für den Schweif, da ich ja eben alle wegradiert hatte, dumm wie ich bin, habe ich mir die jetzt alle aus meinem Farbspeicher da rausgeholt, die Farben. Und habe die nochmal aufgemalt, damit ich jetzt auch, oh, Entschuldigung, damit ich jetzt auch den Schweif machen kann. So, beim Schweif, kleine Anmerkung, ich habe mir da nicht sonderlich viel Mühe gegeben, weil ehrlich gesagt sollte man den Schweif hinterher eh nicht sehen, weil ich das Bild noch zuschneiden wollte. Und dann habe ich gedacht, komm, zeig den Schweif einfach mal und mal irgendwie so einen Schweif. Und der sieht ehrlich gesagt ziemlich hässlich aus, aber ich habe gedacht, einfach nur, also die Form ist ziemlich hässlich, die Farbe geht eigentlich. Ging halt nur ums Prinzip, so malt man Langhaar und. Beim Schweif geht man eigentlich genauso vor wie bei Mähne und Schopf auch. Also ich male, da gibt es halt aber auch unterschiedliche Bearbeitungsarten. Manche machen das nicht mit dem erst die äußere Form und dann ausmalen. Andere machen wirklich, ja, Strich für Strich. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so gut. Also ich mache es halt immer so, ihr müsst es nicht so machen. Aber das ist für mich jetzt die Art und Weise, wie ich einfach am besten klarkomme. Genau, dann habe ich das ausgemalt. Naja, übrigens ist die Ebene ist jetzt unter der Ebene vom Pferd. Das heißt, es kann einem nicht passieren, dass man aus Versehen übers Bein malt. Das kommt immer auf die Perspektive drauf an und Entschuldigung, ich hoffe, man hat das Husten jetzt nicht gehört. Ich kriege immer so einen trockenen Hals vom Reden. Genau, wenn ihr zum Beispiel ein Pferd habt, was gerade mit dem Schweif schlägt und der Schweif geht irgendwie übers Bein oder von der Perspektive her muss der Schweif über ein Bein gehen, solltet ihr die Ebene über die vom Pferd legen, damit ihr halt auch darüber zeichnen könnt. Wenn ich jetzt so Standbilder habe und ich weiß genau, der Schweif soll eh nicht über ein Bein gehen, sondern so wie hier eben hinter dem Bein ist, dann kann man die Ebene auch sehr leicht runterlegen, um eben nicht hinterher irgendwelche, ja, Ränder zu haben oder ja, genau, dann ist es einfach leichter. Genau, so habe ich jetzt wieder die rötlicheren Strähnen reingemalt. Irgendwie sieht man auch auf einmal den Cursor nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt die Geschwindigkeit hochgestellt habe. Aber ich glaube, wenn man lang genug auf den Schweif guckt, sieht man, dass sich was verändert. Jetzt mache ich zum Beispiel die dunkleren Strähnen. Also als ich das aufgenommen habe, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Inzwischen bearbeite ich auch schon wieder ein kleines bisschen anders. Mein Langhaar sieht wieder ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, so ist es ein recht einfacher Weg. Also nach dem Prinzip gehe ich schon immer noch vor. Aber ich kann demnächst auch nochmal ein neues Video machen, wo ich dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehe, wenn man zum Beispiel einen Schweif in Bewegung hat oder so. Ja, da müsst ihr einfach gucken, was ihr so für Tutorials gerne haben möchtet. Wie gesagt, also ich glaube, so ein Tutorial, was eigentlich die verschiedenen Funktionen von GIMP sind, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ja, weil ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wie man mit den Ebenen arbeitet. Also es war was, das habe ich auch erst Stück für Stück herausgefunden. Früher habe ich immer alles auf einer Ebene gemalt und dann war es immer blöd, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Ja, oder auch, wie man ein Pferd vernünftig ausschneidet, wie man schafft, dass der Hintergrund gleichmäßig verschwommen wirkt und eben man aber auch saubere Kanten am Pferd hat und so. Das gibt es verschiedene Techniken. Ich habe eine, die eigentlich recht einfach ist, die, glaube ich, auch am wenigsten Arbeit macht. Die kann ich euch dann auch einmal zeigen. Genau, hier habe ich jetzt wieder an der Helligkeit rum verstellt, weil eben der Schweif wieder nicht so ganz gepasst hatte. Der passt, glaube ich, im Endeffekt hinterher, ist er, glaube ich, sogar zu dunkel geworden. Ja, also so perfekt passt er nicht. Er sollte aber eh nicht mit aufs Bild, deswegen habe ich mir da jetzt nicht so viel Mühe beigegeben. Da hatte ich dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Lust. Genau. Jetzt habe ich die Punkte. Entschuldigung, habe ich die Punkte wieder wegradiert. Und das ist halt das Schöne daran, wenn man mit Ebenen arbeitet, dass man eben Sachen einfach wegradieren kann und dann sind sie weg. Und man hat aber nicht das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Hintergrund hätte, dass der Hintergrund auch gleich mit degradiert ist. Beziehungsweise bei mir wäre es ja der schwarze Hintergrund. So, was ich da jetzt gemacht habe, war irgendwie so ein bisschen Kauderwelsch. Ja, genau, ich habe jetzt erstmal die ganzen Ebenen nach unten vereint, damit ich, also das muss man eigentlich nicht machen, ich weiß gerade auch nicht mehr genau, warum ich es gemacht habe. So hat man jetzt quasi. Jetzt könnte ich nichts mehr ändern an der Mähne oder am Schweif, weil dann würde ich halt das Pferd darunter mit wegradieren. Das wäre halt ein bisschen ärgerlich. Also dieses Ebenen zusammenfügen würde ich halt wirklich nur machen, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt bin ich fertig. Ansonsten ist das dann ein bisschen ärgerlich. Also ich, tatsächlich füge ich das eigentlich auch gar nicht zusammen, bevor ich speichere. Das mache ich halt nur, wenn ich den Schatten vom Pferd machen möchte. Genau, dazu könnte ich auch ein Tutorial machen. Da bin ich zwar auch nicht so der Profi drin. Aber genau, warum ich da jetzt irgendwie nur den Hintergrund schwarz male, war irgendwie dämlich. Ist mir dann später auch eingefallen, so, ah, wenn du jetzt weich zeichnest, wird das blöd. Jetzt wollte ich quasi, ja, hab das Pferd so ein bisschen halb im Schatten stehen lassen. Also das hat jetzt gar nichts mehr mit der Langhaarfarbe zu tun. Das war jetzt einfach nur, ich wollte jetzt nicht einfach so beenden, ich wollte das Bild halt noch schnell fertig machen. Deswegen dazu erkläre ich euch jetzt nicht so viel, weil ich glaube, das bringt euch jetzt gerade nichts für wenn ihr die Mähne zeichnen wollt. Also wenn ihr jetzt euch nicht mehr interessiert, wie das fertige Bild aussieht, dann könnt ihr ausmachen. Genau, weil jetzt geht es halt nur noch darum, dass ich das Bild so hinkriege, wie ich es haben wollte. Hat leider dann doch noch recht lange gedauert. Aber das war halt das erste Mal und da musste ich so ein bisschen rumprobieren, damit es auch gut aussieht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem Bild auch gar nichts am Pferd bearbeitet. Weil es halt wirklich nur eigentlich, das Bild habe ich eigentlich nur für das Tutorial gemacht und habe dann gedacht, ach komm, probier doch das mal aus. Könnte auch gut aussehen. Mit dem schwarzen Hintergrund halt. Ja, und ich finde, man muss gar nicht immer unbedingt so viel bearbeiten. Also ich finde, es ist trotzdem auch ein schönes Bild geworden. Ich finde, wenn man die Mähne und den Schweif, also das Langhaar, recht gut hinbekommt, dann wirkt das Bild halt schon ganz anders. Also da muss man eigentlich meistens nicht mehr großartig was am Pferd machen. Das kommt halt auch so ein bisschen darauf an, wie gut man das Pferd schon erstellt hat vom Fell her. Da habe ich übrigens auch ein Video demnächst. Da habe ich jetzt gestern habe ich aufgenommen, wie ich ein Pferd erstellt habe. Das würde ich auch noch hochladen. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich da jetzt großartig was zu erklären soll, weil eigentlich ist es selbsterklärend. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht so ganz. Das muss ich noch bearbeiten, das Video. Aber das mache ich heute nicht mehr. Genau, demnächst wird wieder mehr Sims-Content kommen.
Star Stable. Habe ich so ein bisschen das Problem, dass mein PC Internetprobleme hat. Ich hatte mal eine Woche am Stück gar kein Internet. Aus irgendeinem Grund. Ich hatte an allen anderen Geräten Internet. Ich hatte mein Handy direkt neben dem PC. Mein Handy hatte Internet. Mein Computer hat nichts empfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte mir einen neuen Empfängerstick besorgt. Also ich habe dummerweise nichts innen drin verbaut, sondern nur einen äußeren Stick. Ja, und da war einfach das Problem, aus irgendeinem Problem kriege ich nicht regelmäßig Internet. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, mich bei StarStyle einzuloggen, mir die Zeit zu nehmen, aufzunehmen. Und im Endeffekt werde ich nach 5 Minuten rausgeschmissen, weil ich Pech habe. Also das passiert dann halt auch schon mal dementsprechend. Also ich habe eigentlich noch Aufnahmen von vor einem Dreivierteljahr, die ich eigentlich mal bearbeiten und hochladen müsste, im Moment aber irgendwie nicht so viel Motivation dazu habe, weil ich auch ehrlich gesagt das Gefühl habe, es guckt eigentlich kaum einer. Also es gucken schon Leute, aber ich habe halt das Gefühl, so der Großteil, den interessiert es nicht wirklich und die sind dann eher unzufrieden, dass eigentlich nichts mehr mit Sims kommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass es erstmal. Ich sag mal, der Account geht mir ja nicht verloren. Ich werde nochmal ein extra Video dazu machen, wo ihr vielleicht einfach mal, wo ich euch einfach mal frage, wie sieht's aus, wie soll es weitergehen mit dem Kanal, weil ich werde definitiv nicht mehr solche Videos machen können wie früher, wo ich, sage ich mal, ein Turnier gemacht habe und gesagt habe, so, jetzt mache ich mal von dem Turnier 10 Bilder von einem und demselben Pferd mit der Vorbereitung, mit dem Parcours, mit Nachbereitungen und Siegerehrungen. Und das ist einfach, da habe ich echt gesagt, ist das einfach nicht mehr meine Art, Sims zu spielen, quasi. Ja, es passt einfach nicht mehr zu dem, was ich mache, weil ich einfach gerne bearbeite. Und ich brauche pro Bild 5 Stunden. Wenn ich ein richtig ordentliches Bild mache, brauche ich da 5 Stunden. Und ich möchte das gerne ordentlich machen. Ich möchte nicht so ein, ja. Also ich möchte gerne bearbeitete Bilder und nicht unbearbeitete Bilder machen oder nur ganz husch husch bearbeitete Bilder, weil ich schon Spaß dran habe und auch was Schönes machen möchte. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, sage ich jetzt einfach mal, 25 Stunden an 5 Bildern zu sitzen. Es ist immer dasselbe Pferd drauf und ja, ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Allein schon, ja, weil ich irgendwie Abwechslung haben möchte. Ich habe so viele Pferde erstellt. Naja, also so werde ich es nicht mehr machen. Also ich werde die Vorher-Nachher-Bilder auf jeden Fall machen. Vielleicht mache ich doch auch nochmal wieder Sims-Let's Plays. Ich schaue mal. Das nimmt nur immer sehr viel Zeit in Anspruch und ist mit sehr viel Aufwand wegen der Videobearbeitung verknüpft. Und ja, weiß ich noch nicht so genau, ob ich das mache. Aber wie gesagt, da wird nochmal ein extra Video zu kommen, auch für die, die jetzt vielleicht schon abgeschaltet haben, weil sie halt wirklich nur wegen der Fuchsmähne hier sind. Kommt halt nochmal ein extra Video mit einer Info dazu. Genau. Jetzt habe ich eigentlich nur noch mein Logo draufgehauen. Aber jetzt hatte mir das so mit dem Schatten ganz gut gefallen, wie ihr seht. Man sieht den Schweif eigentlich gar nicht mehr, deswegen war mir das halt auch egal, wie der aussieht. Genau, habe ich mein Logo noch mit drauf gemacht. Und nochmal was kleiner gemacht. Genau. Und dann war mein Bild auch fertig. Dann habe ich es einmal gespeichert und dann nochmal exportiert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch geholfen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst noch so für Videos haben wollt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.